Danke, Tigerle. Ich wollte nur schnell überlegen, wie viel Feuerholz wir so brauchen. Ich schätze mal 10 Äste. Ja, das dürfte hinkommen. Astiges liegt hier überall verstreut. Wenn du was aufheben willst, drück einfach Y. Ich schätze mal, jetzt kann ich's. Kinderreich? Ja, ja. Warum Y? Ich schau mir so lange mal das Obst an, das hier wächst. Das sind sicher echte Birnen. Sowas riech ich. So, wir gehen erst einmal. Jetzt geht das. So, meine Birnen. Bevor der müde klaut. Genau, Hextrad ist an der Friese schuld. Oh, da kann ich auch einschieben. Okay, limitiertes Inventar, das finde ich schon mal ungeil. Toll, ich habe Unkraut. Was ist das? Noch mehr Unkraut. Ah gut, wir gehen mal Stöckchen sammeln. So, wer von den Leuten, die gerade da sind, so die 1, 2, 3 Leute, hat denn schon vorbestellt oder wird es sich holen? Weil ich vermute mal, wenn, dann hat man es vorbestellt, oder? Oh, Metallin geht noch nicht, da habe ich wohl noch keinen... Wie heißen die Dinger? Köcher? Oh, halt hier aber auch. Ah, guck mal, da gibt es Fischele. Jassen hat vorbestellt. Dessen es Citrus muss bis morgen warten. Im Müller weglegen lassen. Müller, haben die noch offen? Und Freya, hoffe ich es richtig. Hallöchen, willkommen. So, herzlich willkommen bei Gameplay Tigerle, das Noob spielt Animal Crossing. Wie haben wir denn schon? Oh, haben wir schon mehr? So, hier du, komm her. Fein gemacht, Tigerle. Eine schöne Ladung Äste. Dann mal flugs nachgezählt. Das sind ja noch mehr, als ich wollte. Ja, ich habe mich verzählt, Entschuldigung. Also, die 10 nehme ich mir und den Rest darfst du für dich behalten. Dann bin ich mal so frei. Hep! Schönen Dank auch. Vorzüglich. Das gibt ein tolles Feuerchen. Ganz hervorragende Arbeit, jawohl. Ist es möglich, wenn man die Kaufbestätigung bekommen hat, dass am selben Tag versandt wird? Ist möglich, Freya? Kommt tatsächlich auf die Uhrzeit an. Also wenn du in der Früh bestellt hast, dann ist die Chance hoch, dass es eventuell am selben Tag verschickt wird. Je nach Geschäft natürlich oder Online-Laden. Bei anderen, also wenn zu spät um 8 Uhr heute Morgen, dann könnte es sein, dass heute nur rausgeht, ja. Beim Mediamarkt. Also ich habe gestern, ich habe es auch beim Mediamarkt vorbestellt tatsächlich und es wurde, ich habe gestern geschickt, dass es versandt wurde. Ich habe gestern bekommen, dass es versandt wurde, so rum. Und heute Vormittag oder Mittag wurde es geliefert. Dein Fleiß ist wahrhaftig ein Segen für unsere Insel. Ach, was für ein Glückspilz ich doch bin. Ach so, und Glück habe ich bei meiner Obstkundschaft. Kundschaftung auch gehabt. Während du Feuerholz geklaut hast, habe ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Sie sehen aus wie Birnen, duften wie Birnen, ja, sie schmecken sogar wie Birnen. Ich vermute, du, das sind Birnen. Das ist nur so eine Idee. Ich kombiniere, ganz klar, das sind lupenreine, leckere Birnen. Würdest du 6 Stück davon sammeln? Die Sache ist für dich ganz sicher ein Klacks, aber nur der Vollständigkeit halber. Wenn du auf einem Baum leckere Birnen wachsen siehst, schüttle ihn mit A, dann einfach sammeln. Bei deiner Sammelbegabung hast du sicher ruckzuck viele schöne Birnen für uns gefunden. Hätte ich mal gleich noch einen zweiten geschenkt, hä? Birne, 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 Birne. Keine Birne, da ist Birne. Birne, Birne, Birne. Hab mir nämlich diese Limited Edition von der Switch geholt. Ich glaube, das sind Mangos.
Meinst du, Freya, das sind Mangos? Könnte sein. Wobei ich dann das Spiel zurückgeben müsste, bei Mangos mag ich nicht. Ich bin entzückt, ganz klar. Besser als du macht das niemand. Nochmal recht schönen Dank. Dann will ich dir mal dein delikates Sammelgut abnehmen und mich an die Vorbereitungen machen. Also, ich dachte, ich darf jetzt kurz ins Menü gehen, weil mich das da oben gerade nervt. Ist halt für YouTube-Aufnahme nicht so geil. Und Freya, vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Traumland. Freut mich, dass auch du ein Träumer sein möchtest. Hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier, auch wenn ich davon keine Ahnung habe. Mehr zum Lachen für euch. Und bist AFK, alles klar. Ob noch was fehlt? Nein, alles da. Jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Oh, da war mal Party. Oh, mit fettem Lagerfeuer. Endlich ist es soweit. Hiermit heiße ich alle Anwesenden hochoffiziell auf dieser Insel willkommen. Ich habe ja schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir, aber Junge, Junge, eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick fordern. Und das nicht nur am Schreibtisch und der Ladenkasse, sondern auch an der frischen Luft. Teilnehmerzahlenmäßig liegen wir zwar dezent unter dem Niveau, das ich mir ursprünglich so dachte. Doch wen wird das schon schrecken? Wir müssen einfach viel beherzter zur Tat schreiten. Ja, ja. Mit genug Geduld und Spucke wird auch aus dem verlassensten Inselchen ein... Nein, verlassen kann man diese Insel nun ja nicht mehr nennen. Ein richtiger Name müsste her. Ich war am fleißigsten, ich darf bestimmen. Da kommt mir ein brillanter Einfall. Wir als die Ersten hier sollten dieser Insel einen neuen Namen geben. Und damit sich hinterher niemand beschwert, wird brav abgestimmt. Der beliebteste Name gewinnt. Ihr kriegt ein paar aufs Maul. Gut. Dann darf jetzt jeder mal überlegen und wenn ihr fertig seid, ruft jeder seinen Vorschlag, hm? Ebi Freya. So, nachdem wir hier im Stream natürlich als Team das Traumland haben. Hä? Alter, warum springt der hier immer einen rüber? Traum kann. Ja, das üben wir nochmal, hä? Sag mal, was hast du denn? Hau dir ein paar auf den allerwertesten Controller. Jetzt haben wir's. Ist Traumland in Ordnung? In der Welt von Animal Crossing sind alle willkommen. Verwende nichts Persönliches oder Anstößiges. Hammer. Also, fertig mit überlegen? Dann ruft jetzt jeder den Namen, der ihm in den Sinn gekommen ist. Bereit? Los! Wow. Ehrlich! Wie viel Fantasie ihr habt? Ganz klar, bei solch tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig. Dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich sage laut die Namen und ihr klatscht für den, den ihr möchtet. Dein Enthusiasmus gefällt mir, Tigerle. Lass mich mit deinem anfangen. Also, der Vorschlag von Tigerle war... Traumland! Das will ich euch auch geraten haben. Na sowas, das ist ein richtiger Publikumsliebling. Alle klatschen! Also, wenn alle einverstanden sind, nehmen wir doch einfach Traumland, hm? Auf jeden, claro, den Rest konnte ich nicht lesen. Wunderbar, dann taufe ich diese schöne Insel hiermit auf den Namen Traumland.
Nun, Tigerle. Deine Namenswahl für Traumland hast du deine Kreativität unter Beweis gestellt. Nicht wirklich. Daher wäre es schön, wenn wir auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen auf dich zählen könnten. Ja, ja, Tigerle. Hiermit ernenne ich dich zum Inselsprecher von Traumland. Inselsprecher? Ist das sowas wie ein Klassensprecher? Tigerle, hast du wohl ein paar Worte für uns übrig als neue Bezugsperson für deine Nachbarn? Tagchen, ein paar Worte. Wieso gibt's da keinen Servus? Ein paar Worte. Dann haben wir nun also unserer Insel einen Namen gegeben und unseren Inselsprecher gewählt. Heute war ein ereignisreicher Tag. Wir sind wohl alle reif für die Koje, aber zuerst stoßen wir noch an. Hat jeder sein Gläschen? Randvoll mit frischem Saft aus den guten Birnen hier, frisch geerntet von unserem Inselsprecher. Dann alle zusammen, Prost! Auf Traumland und alle, die hier wohnen. Zum Wohl! Gläschen, was ist da wohl drinne? 100 pro Apfelsaft. Wenn wir hier so mit Saft aus den heimischen Birnen anstoßen, sind wir wie eine richtige kleine Familie. Ich werde auf dich aufpassen, wie ein großer Bruder. Eigentlich bin ich der große Bruder, aber okay. Hallo Dörte! Wir feiern alle zusammen Traumland. Da geht mir ja mein Blumenherz auf. Oh, nö, bin ich fertig oder was? Durchgespielt. Erstmal Strand gucken. Hallo Strand? Strand. Was gibt es denn am Strand so? Also baden gehen können wir nicht. Oh, Muschel. Wieso ist Ingame Nacht? Ich habe keine Ahnung. Also halt Y hier. Muschel mitnehmen. Vielleicht ist das am Anfang jedoch gescriptet oder so, keine Ahnung. So, erstmal Birnen mitnehmen. Ey, Moment einmal, da war doch irgendwas von dem Telefon. Hugo, wo ist denn mein Telefon? Oh, Tigerle, ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig in deinem Zettchen aufs Ohr. Ich habe Nord genommen, Freya. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiterbrennt. Hinlegen klingt gut. Nee, bin noch nicht müde. Aha. Nach dem langen Tag auch gerne mal eine lange Party, wie? Dann viel Vergnügen. Aber sag kurz Bescheid, bevor du für heute Schluss machst. Ich habe da nämlich was für dich. Damit können wir nicht. Springen kann ich auch nicht. Damit kann ich auch nichts machen. Nur mehr geht, glaub nicht. Wir lassen das Lagerfeuer die ganze Nacht brennen. Wenn du müde bist, zieh dich in dein Zelt zurück. Ah, davor bekommst du aber noch etwas. Sprich am besten mal mit dem Chef. Traumland! Traumland! Das geht gut über die Lippen. Da hattest du wirklich eine tolle Idee. Ja, manchmal habe ich einen Lichtblitz. Ich bin gespannt, was aus der Insel tatsächlich wird, weil ich bin so kreativ wie eine Tomate. Oh, Tigerle, ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig ein Zettchen auf dein Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiter brennt. Hinlegen. Wunderbar, aber warte. Ich habe da noch was Kleines für dich. Ja, mein Telefon hier. Das ist kein Telefon. Dein eigenes Feldbett. Stell es in deinem Zelt auf, damit du nicht auf dem Boden schlafen musst. Ach, und ein paar Kisten warten dort auch auf dich. Vielleicht kannst du ja mit dem Inhalt was anfangen. Um die Kisten zu öffnen,
und die Sachen darin zu verwenden, drücke einfach A. Und wenn du dich aufs Ohr legen willst, bewege dich mit L linker Stick auf dein Bett. Morgen ist ein großer Tag für dich. Der Anfang deines Insellebens, also ruh dich gut aus, hm? Aber jetzt habe ich dir genug erzählt. Zeit für die Haie. Schlaf gut, Tigerle. Muss ich erst mal mein Zelt wiederfinden. War irgendwo hier drüben, ne? Also ich denke tatsächlich, dass das hier gescriptet ist. Keine neue Post. Schade. So, Tapirinchen sammeln wir noch. Vielleicht wachsen die ja wieder über Nacht. Habe ich nämlich keine Ahnung. Ah, muss ich A drücken. So, was haben wir denn hier? Haben wir Radio. Und eine Lampe. Kann ich die anmachen? Ja. Cooler Becher. Der da. Ist tatsächlich meine Mario Kart Monday Tasse. Habe ich in einem Giveaway bei einer Streamer-Kollegin ein Giveaway gewonnen. So, jetzt müssen wir mal Bett aufstellen, ne? Platzieren. Eigentlich wollte ich das da hinten haben. So, mal gucken, ob das so geht. So. Platzieren. Ha. Hä? Okay, so geht das wohl nicht. Moment. Platzieren. Ah, so geht das. Soll ich ein Schläfchen halten? Ja. Ja. Ich bin so müde, das bin eindeutig ich. Ich kann 24 Stunden pennen und bin danach immer noch müde. Ich habe komische Träume. Was, KK? Kelly Killer spielt ja auch mit? Du hast dich also dazu entschlossen, umzuziehen. Willst der Welt deinen Stempel aufdrücken? So muss das laufen. Gib dem Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Aber wen juckt's? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man es selbst für richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Aber merkt ihr eins? Niemand kommt auf Dauer ganz allein über die Runden. Wenn es da draußen hart auf hart kommt, das haben wir gerade, dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Aber du bist sicher nicht hier, um einem alten Hund beim Jaulen zuzuhören. So langsam wird's Zeit für dich, die Äuglein aufzutun. Oh, aber schreib dir die Sache mit den Mitstreitern hinter die Ohren. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden klingt gut, oder? Oder mit Zuschauern. Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Dann mal viel Spaß. Das wär's von mir. Man sieht sich, ja? Mein, warum nicht? Einfach mal dem Hund zugucken, wie er Gitarre spielt. Freya ist um 6 Uhr aufgestanden. Uff. Ja, doch. Tigerle! Bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt, hast du? Wo ist der Aschenbecher, den ich jemand ins Hirn schmeißen kann? Oder Maskrug geht auch. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ja, ja. Ich warte hier, bis du soweit bist. Wir schlafen erstmal noch eine Runde.
Wie gesagt, ich bin Langschläfer. Heute tatsächlich mal Wecker gestellt. Ich habe total YouTube vergessen. Vor lauter Hype und tralala. Dann an dieser Stelle mal nachträglich noch ein herzliches Hallöchen an die Seite von YouTube. Wir befinden uns hier bei Animal Crossing. Schon mittlerweile die erste, es dürfte mittlerweile die zweite Folge sein. Na, habe ich wieder super hingekriegt, hä? So, gehen wir mal auf hier. So, muss ich halt Begrüßung beim Ding reinmachen. Dieser Hund ist der beliebteste Charakter aus Animal Crossing und gibt für gewöhnlich Konzerte Samstag um 20 Uhr im Café. Ah, okay. Freyas Liebling ist Barry. Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich habe verpennt. Das war auch nötig, aber mal sowas von. Ich habe gar keinen Liebling, ich kenne keinen. Haha, ach, es ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein könnten, sollten. Zuerst einmal brauchst du das hier, hm? Telefon her, genau. Ein ganz persönliches Nook-Phone. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte noch einmal in die Hand und schalte es ein, hm? Willkommen. Perfekt. Dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Eine Frage, Tigerin. Hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Nein, noch nie. Tatsächlich? Das ist ja wunderbar. Ich würde sagen, du bist besonders für das Inselleben geeignet. Nichtsdestotrotz wirst du das Nook-Phone sicher nützlich finden, wenn du erst damit vertraut bist. Oh, eine Sache noch. Hier ist deine Rechnung. Da ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nook-Phone. Ja, ja. Damit kommen wir summa summarum auf bescheidene... Ich kann das Spiel nicht mehr reiten. Da muss ich ja 100 Millionen Jahre buckeln, bis ich das abgestallt habe. 49.800 Sternis will der haben. Kann ich mit Wolkentaler zahlen? So viel habe ich nicht. Was sind Sternis? Wirklich ein köstlicher Scherz, Tigerle. Wie? Das ist dein Ernst? Aber natürlich, wie konnte ich das nur übersehen? Also, Sternis sind eine Währung, die du hier gegen Waren und Dienstleistungen tauschen kannst. Bleibt immer noch das Problem, dass du keine hast. Aber kein Anlass zur Sorge. Nein, nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst dein Reif für die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service. Nooks Meilenprogramm. Meilen? Nun, es ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Mit Nooks Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Traumland einfach nur lebt. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühr. Und das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären 49.800 Sternis fällig. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5.000 Meilen. Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort den Meilen bezahlen kannst.
Weitere Details findest du auf deinem Nuke-Phone. Starte dazu einfach die Nuke-Meilen-App. Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Aber lass mich dich noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dich als Kunden von Nuke Inc. und Bewohner von Traumland zu begrüßen. So. Oh! Post haben wir auch. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Juhu! Ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Berühre nicht Powerknopf, wenn oben rechts das Symbol blub 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 für automatisches Speichern erscheint. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auf Minus drücken und dann dein Spiel speichern und beenden. Minus. Was möchtest du tun? Speichern und beenden? Oh, ich kann nur... Okay.